Ja, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xavier hier am Start mit einer neuen Folge von Top vs. Flop. Neue Woche, neues Glück. Rang 1 kennen wir schon, Rang 3 kennen wir auch schon. 5, 6 und 7 auch. Damn, es sieht traurig aus, als wenn ich so die ganzen, Standard-Werbungsspiele alle runterladen würde, um damit Freude zu haben. Aber nein, es dient alles nur zu Testzwecken. Heute testen wir Platz 2, Sandwich, haben wir noch nie gesehen, und Traffic Run, gute Bewertung. Wir haben, wie immer, wenig Updates und wenig Informationen, nur auf Englisch. Diesmal haben wir wieder In-App-Käufe, 3,49 Euro, um die Werbung zu entspannen. Wir haben aber vernünftige Bewertung und wir schauen uns direkt auch einmal Traffic Run an. Und entschuldigt, falls ich merkwürdig klinge, die Geltung nervt mich. Hier haben wir ein Spiel, das sogar schon etwas länger auf dem Markt ist, also nicht so ein Kurzrunner, das einmal ganz kurz in die Werbung gepusht wird, um so viel Geld wie möglich zu verdienen und dann wieder abgeschrieben wird. Und es sieht, muss ich sagen, wirklich ganz cool aus, wieder nur auf Englisch. Und diesmal haben wir ja auch In-App-Käufe, 3,49 Euro für No Ads. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit einem schönen Sandwich und ich hoffe, dass wir Ton haben. Finden wir es raus. Kann es irgendwie sein, dass alle Spiele, die wir bisher in der Art getestet haben, nur im Hochformat sind, also hochkant? Wahrscheinlich, weil die so einfacher zum Zwischendurch zu spielen sind. So, wir haben unten direkt Werbung und beginnen wir mal. Tap to play. Wir legen Käse drauf. Wir machen es so. Wir haben Ton! Sehr gut. Und das essen wir jetzt. Nom, 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 nom. Okay. Awesome. Continue. Und wir haben direkt hier Werbung schon mittendrin. Ach ja. So, wir packen das drauf und zack. Eigentlich, das Spiel macht hungrig. So ein bisschen, ne? Ach, diese Werbung da. Okay, haben wir hier irgendwelche Aufgaben? Also, dass es irgendwie eine bestimmte Reihenfolge sein muss? Also, bisher wird uns das gezeigt, aber gibt es da vielleicht irgendwas, dass man es irgendwie verkacken kann? Dass es irgendwie eine Schwierigkeitsgrad, also einen Schwierigkeitsgrad irgendwie hat. So, Raten bauen wir jetzt nicht. Nö, anscheinend ist es relativ egal. Ich habe sogar die Regeln gebrochen, ich Rebell. Und habe jetzt was anderes gemacht. Wir haben eine Regel gefunden. Sehr gut. Also wir können... Dumme Werbung. Also wir können... wir können nicht eine Zutat so auf ein Brot legen, wenn nicht nebenbei was ist. Also wir können das nicht einfach so auf dieser weißen Platte so irgendwo hinschieben. Das heißt, wir müssen immer irgendwas Benachbartes haben. Dann passt das. Die Sandwiches werden immer fetter und fetter. Immerhin das, ne? Also nicht, dass das jetzt hier irgendwie eine Schwierigkeit ist. Es ist im Prinzip simpel. Und wir dürfen nicht irgendwas als Untersatz haben, das nicht der Sandwichboden ist oder Deckel. Okay, also vom Prinzip her leider wieder sehr viel Werbung. Das nervt so ein bisschen. Ja, würde ich jetzt sagen, das braucht man nicht, ne? Das braucht man absolut nicht, dieses Spiel. Es ist okay. Also im Prinzip die Grafik ist schon ansehnlich, also sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ist jetzt hier aber nichts, was irgendwie besonders sein muss. Wenigstens haben wir so einen Mini-Schwierigkeitsgrad, der aber eigentlich mega easy ist. Also es wäre cool, wenn jetzt noch hier so die Regel wäre, ja, wir dürfen jetzt nicht zwei Käsescheiben aufeinander legen oder zwei die gleiche Art darf nicht immer zusammenlegen, da muss immer was dazwischen sein. Wir können uns jetzt extra Werbung anschauen. Und kriegen dann irgendwas dafür, so ein paar Münzen. Aber im Prinzip, ja, ich würde ihm keinen Daumen nach oben geben, es ist eher ein Daumen nach unten. Die Spiele sehen aber auch alle immer so verlockend aus in dieser komischen Werbung, ne? Also ich weiß nicht. Die schaffen es immer wieder. Ja, also können wir eigentlich direkt lassen. Also wir schalten dann, wenn wir hier Werbung gucken oder so, neue Zutaten frei, aber was bringt uns das? Das ist so die Frage. Ist doch egal, ob wir da jetzt 10 Scheiben Käse drauflegen oder ob wir da jetzt eine andere Tomate oder eine Gurke drauflegen. Vom Prinzip her ist das Ganze immer sehr gleich. Also null schwierig. Null, man muss halt so einen Millimeter oder einen Prozent aufpassen, dass man nichts falsch macht. Aber ansonsten
Ja, können wir das auch lassen? Dann würde ich sagen, wir hüpfen über zum nächsten Spiel. Traffic Run. Ich hoffe, du bietest uns mehr. Ich hab größere Erwartungen an dieses Spiel, weil das auch schon länger im App Store ist. Wir akzeptieren das einfach mal. So, tap and hold und loslassen. Wir haben keinen Ton. Doch, wir haben Ton! Wir haben Ton! Ja! Wir haben halt so keinen normalen Ton. Aber wir haben Ton, wenn wir das Ziel überqueren und wenn wir gegen ein Auto crashen. Das wäre so schön, wenn wir jetzt einfach so ganz normale Musik hätten. Das wäre ganz cool. Wir haben unten wieder Werbung. Und Spielprinzip ist simpel, aber eigentlich sogar ganz cool. Wir sollen halt fahren und wir dürfen nicht gegen andere Autos crashen. Bisher nicht mal so schwierig. Wäre cool, wenn man noch so ein bisschen steuern könnte, aber man hat hier nur Einfluss, wann man fährt und wann man dann pausiert. Aber im Prinzip, wie jedes Spiel diese gleiche dumme Werbung benutzt. Im Prinzip eigentlich ganz cool. Lassen wir es mal so. Weiter. Da könnte man so viel mehr draus machen aus diesem Spiel. Ich fasse es nicht. Packen wir mal die Werbung weg. Machen wir so ein bisschen Ton noch rein. Und dass wir hier noch irgendwie so ein bisschen steuern können oder so. Das wäre so cool. Wenn wir uns dann auch noch, ja, keine Ahnung, wenn wir dann auch so hier mit diesen Jumps, das ist so nice eigentlich. Wieso machen die so halbwegs interessante Spiele so komplett kaputt? Das sieht auch wieder süß aus, ne? Oh. Das erinnert mich so an richtiges, an so ein RPG Mobile, ne, nicht Mobile, wie heißt das? Rollenspiel, das ich früher, ein MMO, das wollte ich sagen, das ich früher am PC gespielt habe. Oh, da kommt ein Zug. Ja, bisher eigentlich ganz nice. Ja, gefällt mir. Also nicht, dass die Art, wie es hier gemacht ist, das ist ein bisschen lame, aber man könnte so viel mehr rausholen. Von der Idee her ist es ganz cool. Wir können jetzt random ein neues Auto anlocken. Wir haben jetzt den hier bekommen, okay. Wir können auch eine andere Farbe auswählen mit Werbung. Sowas finde ich in Ordnung, ne? Also, dass man dann Werbung anschaut, ist in Ordnung. Ob das jetzt was bringt, das neue Auto, ist die Frage, ob wir schneller sind oder nicht. Ich bin mir da nicht sicher. Mit Werbung kriegen wir dann mehr Münzen, alles okay. Aber nee, wir kriegen auch Werbung, wenn wir uns das nicht anschauen wollen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Diese Woche ist wieder so ein bisschen enttäuschend. Muss ich echt zugeben, beide Spiele sind unterstes Niveau. Dass diese immer so hoch in den Charts sind, ich fasse es nicht. Damn, kann da nicht einmal ein vernünftiges Auto sein? Schlimm. Nicht Auto, ein vernünftiges Spiel. Wir crashen. So, wisst ihr was? Zum Schluss testen wir ein Dino-Spiel, das mir hier letztens in der Werbung vorgeschlagen wurde, das ganz cool aussah. Mal sehen, ob mich das enttäuscht. Bis gleich. Nach diesen zwei schrecklichen Spielen kommt jetzt Dino Park. Bin ich gespannt. Bitte sei cool. Also in der Werbung sah es cool aus, dass man irgendwie so Skelette ausgräbt und dann irgendwas bekommt. Willkommen in unserem Dinosaurierpark. Das erste Spiel mit Story? Du bist der neue Manager, richtig? Dein Name war, Moment. Das ist schon 10 Millionen Mal cooler als die anderen Scheißspiele bisher. Das ist voll in Ordnung. Sowas geht ja voll. Oh, können uns hier umschauen. Das ist viel schöner. Also ich weiß jetzt noch nicht, ob das jetzt so gut ist. Aber im Vergleich zu den anderen hat das direkt so millionenmal mehr Qualität. Einfach so der einfache Grund, dass wir keine verdammte Werbung jede Sekunde überall auf diesem Screen haben. Und es gibt ja auch vernünftige Apps. Aber so dumme Apps, die auch noch so hoch gelistet sind, machen halt alles kaputt, was vernünftige Spiele uns bieten. Also ich weiß noch nicht, ob das hier jetzt so besonders ist, ne? Aber ich meine, im Vergleich zu den anderen Spielen. Achso, können wir irgendwas machen? Achso, wir sammeln die Münzen ein. Können wir noch irgendwas machen? Wir müssen das da oben reinlegen. Das habe ich gar nicht gesehen zuerst. Interessant. So, können wir den Knochen da hinlegen? So, da ist der andere Knochen. Das ist natürlich auch so das richtige Spiel für mich, ne? Weil ich sowas ja liebe, so Dinos und so. Könnt das dann noch einlegen. Ups. Hä, passt das nicht? Das passt ja eh nicht. Das auch nicht. Das muss doch passen, oder? Ne, das nicht. Das hier muss das sein. Wir müssen ja erst das kaputt machen. Oh, okay.
Verstehe. Zurück zum Park. Ja, so, wir klicken jetzt mal auf die Box drauf. Und jetzt packen wir das da rein. So, zack. Erstmal den hier und dann das hier. So, tada. Jetzt kommt eine Monsterspritze und jetzt erwecken wir dieses Ding von früher wieder zum Leben. Nee, aber das ist irgendwie, das ist mega niedlich. Natürlich dauert das jetzt wieder und wir können das jetzt beschleunigen und man kann natürlich auch Geld ausgeben und so. Aber hey, das ist viel cooler. Und jetzt kommt hier irgendwie sowas raus, was es früher mal gab. Eine Schnecke am Amonitas, ne? Aus Pokémon, so ungefähr. Ammonit. Ja, und jetzt haben wir unseren Park und die Leute freuen sich und man kann das sogar, wow, ausbauen und so. Das ist so nice. Ganz ehrlich, dieses Spiel überrascht mich. Das ist echt viel, viel cooler. Das finde ich richtig gut. Ja, das ist ein schönes Spiel. Das ist ein schönes Spiel. So. Toll. Toll. Ganz ehrlich, viel besser als der ganze Shit, den wir hier getestet haben. Viel, viel besser. So, können wir noch irgendwas machen? Ausgrabungsstätte Nummer 2. Schauen wir hier nochmal kurz rein. Wir machen als erstes das hier. So, machen wir erstmal sauber. So. Machen mal ein bisschen extra Töne. So, dann sammeln wir die Münzen ein. Dann brauchen wir zwei Knochendinger. Da ist Nummer 1. Dann haben wir hier was vom Dinosaurier. Ne, das passt nicht. Das hier passt. Wir brauchen hinten was. Das ist das da. Dann brauchen wir das. Dann brauchen wir jetzt noch was. Ah, da müssen wir jetzt hier erstmal kaputt machen. Ich denke, das ist das Richtige. Ja. Jetzt brauchen wir noch das andere Knochenstück. Da müssen wir Glück haben. Oh, ich glaube, wir haben kein Glück diesmal. Oh doch, wir haben mega Glück. Wahrscheinlich hätten wir sonst irgendwie Münzen ausgeben müssen, um weitere drei Dinger zu bekommen. Du hast Folgendes entdeckt. Weitergaben 69 Münzen. Wir gehen jetzt zurück zum Park. So, ich weiß nicht, ob sich das lohnen würde, wenn man da noch drauf drückt, um das weiterzumachen. I don't know. Wir haben auf jeden Fall schon mal das hier bekommen. Wir haben schon mal ein bisschen was fertig. Der Rest kommt dann demnächst. Go. Okay, das heißt, es wird Zeit, hier nochmal zu graben. Dann haben wir jetzt wieder drei Dinger. Okay, wir machen erstmal wieder sauber. So. Ich finde, es ist simpel, ne? Nichts Weltbewegendes. Aber es ist so niedlich gemacht. Und sobald die Spiele so ein bisschen Charme haben, ist das halt viel cooler, als wenn so ein hingeklatschtes Werbungsspiel ist. Das ist ja immer das Bitterste, was man machen kann. So, diesmal würde ich sagen, wir kaufen noch ein paar Spitzhacken mehr, weil uns ja ein bisschen was fehlt. Wobei, vielleicht haben wir Glück. Warte, ist das das? Ne, das ist das nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt weitere kaufen. Ah, okay. Wir können die nicht mit Gold kaufen, sondern wir müssen die Premium-Währung oder wir gucken uns jetzt Werbung an. Da ist jetzt schon so ein Kritikpunkt. Die Werbung war auch fucking lang. 30 Sekunden. Also von daher, ja, muss man natürlich auch nicht. Und wir kriegen hier ein Juwel zurück. Aber ansonsten muss ich trotzdem sagen, dass das Spiel viel, viel besser ist als der andere Shit. So, und diesmal hören wir jetzt auf. Und wir graben jetzt nicht weiter, sondern wir bleiben jetzt erstmal dabei. Fügen das und machen jetzt das nochmal. Okay, jetzt haben wir nämlich wieder die Dinger. Und dann können wir auch wieder neu ausgraben. Ich finde es ganz niedlich gemacht, muss ich sagen. Also, jetzt haben wir hier zwei von den Dingern. Ist ganz nett. Wie gesagt, nicht das beste Spiel, aber auf jeden Fall viel besser als der andere Mist da, den wir da bisher getestet haben. Das war ja der größte Schrott. Boah, richtig Hass bekommen. Nein, Quatsch, so schlimm ist es jetzt auch nicht. So, haben wir eins fertig. Beim anderen fehlt uns noch die Spitze. Oh, wir holen uns jetzt das hier, wir könnten wieder Werbung anschauen, was eigentlich auch voll nett ist, dass das wieder geht. Schaffen wir es diesmal wieder nicht? Oh, das wäre mies. Das ist natürlich so eine Glückssache. Vor allem, wenn dann. Und wir können jetzt nicht mehr holen. Aber man könnte natürlich auch immer hier
weitergraben. Jetzt haben wir nämlich nur einfach Geld ausgegeben und haben wieder die drei Spitzhacken und kriegen jetzt hier natürlich auch wieder Geld zurück. Das ist natürlich auch eine Option, die man sich im Hinterkopf behalten kann. Und dann haben wir das eine halt eben eingesammelt und das andere müssen wir jetzt hier fertig machen. Das ist voll in Ordnung, muss ich sagen. Das geht. Man muss ja auch dann nicht immer die Werbung anschauen oder so. Man könnte jetzt auch einfach aufhören und dann einfach weitergraben. Ja, passt, passt. Ich hoffe, das zählt dann auch so ein bisschen. Das wäre natürlich am besten. Aber ich würde sagen, das zählt so als erster Eindruck. Oder das reicht als erster Eindruck. Haben wir ja doch noch was Vernünftiges gehabt, muss ich zugeben. Gott sei Dank. Ich bin wirklich froh, dass wir das hier runtergeladen haben. Also nicht jedes Werbungsspiel ist der größte Schrott. Manche gehen sogar halbwegs in Ordnung. Wobei, es gibt trotzdem noch viel bessere Spiele. Und ja, bitte nicht in der Top-Liste gucken, auch wenn es eigentlich verlockend ist. Das sind leider nicht immer so coole Spiele. So, das soll es jetzt gewesen sein. Ich hoffe, euch hat's gefallen und euch geht's gut. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.